Geeks zu unserem neuen Video und heute geht es um die King of Tokyo Dark Edition. Wir zeigen euch hier jetzt die englische Version. Das wird Ende Mai auf Deutsch rauskommen. Ja, für die, die sich fragen, ich habe es vorbestellt und es ist noch nicht da. Ja, das ist jetzt die englische Vorab-Version und ich hoffe, wir können euch jetzt einen guten Eindruck geben. Ich zeige euch jetzt viele Bilder vom Design, wie das Ganze aussieht und zeige euch die kleine Änderung bei der Dark Edition. Was ist jetzt an dieser Edition besonders an den Regeln? Das ist hier dieser Track. Und zwar, wenn wir dreimal eine 1 würfeln, gehen wir hier zwei Schritte hoch. Dreimal eine 2, einen Schritt hoch. Und dann, wenn wir hier sind, dürfen wir uns eine Karte nehmen. Gibt es auf Vorder- und Rückseite und die machen besondere Effekte. Ja, zum Beispiel hier am Anfang deines Zuges kriegst du eine Energie. Ja, oder wenn du drei Einsen würfelst, kriegst du einen extra Punkt. Oder du darfst einmal mehr würfeln. Ja, und die werden auch immer stärker. Zum Beispiel jetzt hier. Full Regeneration, du kriegst 12 Punkte, das ist das Maximale, was man kriegen kann. Oder zum Beispiel hier ganz oben, wenn man jetzt hier ankommt, dann macht man Doppelschaden. Ja, und das ist dann halt wirklich so, wenn ich dann dort komme, kann ich mir eine davon aussuchen. Komme ich hier bei der 6 an, kann ich mir eine aussuchen. Komme ich bei der 10 an, kann ich mir eine aussuchen. Hier muss man aber halt auch, hat man so ein kleines Wettrennen, weil davon gibt es hier nur 2 und sonst jeweils 4. Okay, das sind eigentlich auch schon alle Änderungen. Ja, das war's auch schon. Regeländerung gibt's halt nur eine, die dazukommt. Mhm. Und zwar, dass es halt jetzt diesen Track gibt, wo man so nach vorne gehen kann. Wie findest du den? Ich finde ihn cool, weil dadurch, dass wir diesen Track haben, sind eben diese drei, also diese 3x1-Würfe bzw. 3x2-Würfe viel wertvoller und auch eben eine Taktik, die man gehen kann. Und das finde ich, das endet so ein ganz kleines bisschen. Aber eigentlich auch nicht. Also du musst jetzt eigentlich gar keine neuen Regeln lernen. Ja. Das Spiel ist auch an sich sehr einfach. Ja, ich finde den Track auch, was man dazu sagen muss, King of Tokyo hat ja an sich so Power-Up-Erweiterungen, die wir jetzt selber nie, wir kennen nur das Basis King of Tokyo und King of New York. Ja, wir haben das nie mit Erweiterungen gespielt. Und hier diesen Track, ich finde den auch gut, aber es ist jetzt kein Selling Point, ne, dass ich sage, ohne das war King of Tokyo schlecht. Ne, ich habe auch eine Partie gewonnen, ohne diesen Track, wo ich so nach oben gegangen bin. Aber ich habe auch einmal dadurch eine ganz starke Kombi gehabt, weil ich dann ganz oben war, Doppel-Damage gemacht habe, dann noch den Time-Freeze, dass wenn ich nur Einsen würfel, ich nochmal dran bin. Und so habe ich richtig viel Schaden gemacht. Also das ist dann auch alles möglich. So, aber die Hauptsache ist ja hier Dark Edition. Es kommt auf das Design an. Ne? Und ich denke, das ist auch Geschmackssache, aber ich finde das cool. Ja, ich finde das auch ein sehr schönes Design, eben dieses Dunkle, aber eben auch mit diesen Neonfarben gemischt. Ja, so sieht das die Auflage davor aus. Und es gibt noch eine davor, die haben wir jetzt aber nicht hier. Ah, interessant. Ja, deswegen, an sich ist es dasselbe Spiel. Es ist wirklich so ein Sammlerstück. Mhm. Ich finde auch schon, das Cover sieht sehr cool aus. Einfach nochmal dieses Besondere ohne Schrift. Einfach so das Bild drauf, sieht sehr cool aus. Mhm. Ich glaube, jeder, der das auch sieht, auch jetzt die auch King of Tokyo schon kennen, die kommen hier rein und sagen, wow, ey, was ist das denn, was Neues? Ja, interessant ist, jetzt bei meinen Freunden, ja, die kennen schon alle King of Tokyo. Dann habe ich jetzt aber die Dark Edition und lustigerweise wollten dann alle King of Tokyo wieder spielen. Ne? Und das war auch so interessant, dass man dann wieder viel Lust hat. Aber ich finde halt, dass was hier wirklich, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann, was ich hier schön finde, die haben halt, Yellow macht ja sehr oft dieses matte, glänzende so, das haben die hier auch auf den Playerboards gemacht und das finde ich halt cool. Ich fände es noch cooler, wenn es dann halt auf den Figuren, die so stehen, noch wäre. Das kommt bei der nächsten Edition. Ja, deshalb kann man abschließend, oder wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, an sich.
Ist alles gesagt. Ja, deshalb so für mich als Fazit, wenn man King of Tokyo Fan ist und so ein Sammler ist, dann habt ihr das höchstwahrscheinlich sowieso schon vorbestellt. Wenn man jetzt noch kein King of Tokyo hat und ihr habt das noch nie gespielt, aber ihr wollt so einen schönen Absacker, würdest du die normale oder die Deluxe holen? Natürlich die Deluxe Edition, weil erstens sieht sie besser aus, zweitens hast du nochmal... Wobei es ist ja nicht Deluxe, es ist Dark Edition. Dark Edition. Und zusätzlich hast du eben diese kleine Regelerweiterung, die Sinn macht und die Spaß macht. Ja, und hier wurden auch ein paar Karten übrigens gefixt. Mir fällt jetzt nicht genau das Beispiel ein, aber zum Beispiel gibt es eine Karte, wenn du die kaufst, aktiviert die sich dann sofort und hier wurde das gemacht, wenn du das würfelst, aktiviert die sich. Also es sind so kleine Feinheiten, die ich dann auch auf BGG gefunden habe. Einige finden das gut, einige finden das schlecht. Also ich finde beide Editionen sehr schön. Die hier, müsst ihr aber wissen, ist jetzt auch nur limited. Also wenn die weg ist, ist sie weg. Ne? Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ihr müsst das unbedingt haben. Hier kommt es wirklich sehr stark auf die Optik an, deshalb hoffe ich, habt ihr durch die Kamerafahrten auch so einen guten Eindruck gekriegt. Weil wenn ihr auf die Optik steht, ja, das ist halt wirklich hier das Besondere. Und der Track, ne, der ist auch gut, aber ist jetzt kein Kaufgrund. Ne? Einige mögen vielleicht mehr so das Bunte. Ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Kindern ist. Ich habe jetzt keine Teenies. Wobei ich aber mir auch gut vorstellen kann, dass selbst Kinder eher dann auf dieses Coole... Alle wollen es dark haben. Aber deshalb ist Apple so erfolgreich. Weil sie aber weiß und selber. Was wir auf jeden Fall sagen wollen ist, wenn ihr das schon habt, braucht ihr es nicht unbedingt. Es sei denn, ihr seid eh Fan und wollt das. Und eigentlich können wir, egal was ihr erzählen, ihr würdet das so oder so holen. Deswegen, interessant ist ja eher, wenn du beides nicht hast, was willst, was holst du dir dann? Und da bin ich eher auf dieser Seite. Ja, wir werden beides behalten. Weil das ist so, was wir dann auch mal ausleihen können. Aber das hier werde ich dann wirklich so zu Hause hüten. Nur mit den VIPs spielen. Also wenn ihr mal mit mir Dark Edition spielen könnt, dann wisst ihr, ihr seid was Besonderes. Okay, das war's mit unserem Video. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, eure Brettspielgeeks.